Himmlische Superhits auf Radio SAW. Dua Lipas Top-Titel ihres 2020 erschienenen Albums Future Nostalgia ist ganz klar der Song Don't Start Now. Ich übersetze es mal, fang erst gar nicht damit an. Es ist ein super fröhlicher Titel zum Abtanzen und Dua Lipa hat es damit nicht nur das erste Mal auf Top 3 auf den US Billboard Hot 100s gebracht. Wie cool sich Don't Start Now tanzen lässt, das belegt auch ein Doppelplatin im Tanz-Eldorado Brasilien. Wenn du mich nicht sehen willst, ich habe eine volle Kehrtwende gemacht. Irre. Ich denke drüber nach, wie ich war. Hat der Herzschmerz mich verändert? Vielleicht. Aber schau, wo ich gelandet bin. Mir geht es schon gut. So weitermachen, es ist beängstigend. Ich bin überhaupt nicht da, wo du mich zurückgelassen hast. Wenn du mich nicht mit jemandem tanzen sehen willst, wenn du glauben willst, dass mich irgendwas aufhalten könnte. Es geht zwar um eine in die Brüche gegangene Beziehung, ja, aber sie ist eigentlich nur die Vorgeschichte für die gefühlte Befreiung. Gut, dass es vorbei ist. Gut, dass ich nicht da stehen geblieben bin, wo es geendet hatte. Dua Lipa sagt selbst über ihr Album, es ist ein Album über das pure Tanzen und über die Freude und darüber frei zu sein und verliebt. Being free and being in love. Nicht auftauchen. Komm nicht raus. Kümmere dich jetzt nicht um mich. Geh weg. Du weißt wie. Fang erst gar nicht an, dich um mich zu kümmern. Don't start now. Fang erst gar nicht an, das Alte zurückholen zu wollen, singt Dua Lipa mit einem letzten Blick zurück. Bist du nicht der Typ, der versucht hat, mich mit dem Wort auf Wiedersehen zu verletzen? Obwohl es einige Zeit gedauert hat, dich zu überleben. Mir geht's auf der anderen Seite besser. Ist es herzlos? Ist es grausam egoistisch? Nein, es ist so. Und gerade in der Liebe spürst du es am deutlichsten. Die Zeit bleibt nicht stehen. Aus der Kirchenredaktion, Oliver Weiland, Radio SAW. Don't show up, don't show up.